Wir wissen jetzt genau, wie man Theris Island freischaltet. Die Kurzversion ist, ihr müsst einer dieser drei Missionen hier schaffen und dann habt ihr Theris Island freigeschaltet, könnt auf die Insel, bisschen Urlaub machen. Die lange und ausführliche Version, wie ihr das macht und wie das genau abläuft, kommt jetzt. Verloren gegangenes Wissen Teil 5. Go, go, go. Ja. Um Theris Island freizuschalten, muss man eine der drei Fraktionen auf 50% Progress freischalten. Und zwar geht es aber um die Hauptquests. So ist die Definition von den Entwicklern, um auf die dritte Map zu kommen und endlich die Forge, also die Schmiede, benutzen zu können. 50% bedeutet, dass der Progress bei jeder Fraktion unterschiedlich lang ist. So hat zum Beispiel Korolev mehr Missionen als Osiris und braucht entsprechend etwas länger, aber dafür sind vielleicht die Missionen etwas leichter. Jede Fraktion hat ihre Vor- und Nachteile. Es lohnt sich durchaus, sich anzuschauen, wie die Missionen aussehen, um dann für sich selber zu entscheiden, okay, diese Linie finde ich besser oder vielleicht diese Linie. Ich verlinke euch die ganzen Quests unten in der Beschreibung, da könnt ihr gleich mal reinklicken. Gehen wir mal zusammen durch und schauen uns die verschiedenen Fraktionen an. Fangen wir mit Osiris an, und zwar geht es bei Osiris los mit Dangerous Science. Das ist sozusagen die Hauptkampagne. Hier geht es los mit Dangerous Science 1 bis 5. Es fängt an mit, tötet einen Striter, also einen Schreiter, sammelt 3 Wasserfilamente, dann Mission 3, 3 Spinal Base, also Rückgrat, 3 Pilze und Rattlerfleisch und Haut und Fleisch. Das ist Mission Nummer 1, das sind die ersten 5 Missionen. Dann kommt ihr zu der nächsten Hauptkampagne, die nennt sich Field Research. Field Research hat nochmal 10, das heißt, ihr seid dann bei insgesamt 15. Auch hier sind relativ viele Sammel-Items, allerdings auch ein paar Kill-Items. Ihr müsst zum Beispiel einen Prospektor töten mit einer SMG. Ich persönlich habe das jetzt mit der Korolev Scrapper gemacht. Rasseleraugen frühzeitig sammeln. Hier sind 5 Rasseleraugen, die ihr sammeln müsst. Ansonsten sind das eigentlich relativ, ja, machbare, gut machbare Missionen. Eine Sache vielleicht noch, die Eier. Ihr müsst auch 3 Eier sammeln. Also sammelt auch frühzeitig Eier. Die Eier-Quest hat mich, glaube ich, gefühlt am längsten aufgehalten. Also 15 Missionen und dann kommt ihr zu Stimulating Developments. Das ist aber eine Nebenquest. Hier schaltet ihr die grünen Spritzen frei. Solltet ihr also auf jeden Fall machen. Ist aber die Hauptquest nicht notwendig. Das heißt, wir springen direkt zu Lost Knowledge. Und hier ist Lost Knowledge Nummer 5 die letzte Mission. Insgesamt haben wir 20 Missionen bei Osiris. Auch hier wieder Dinge abgeben. Rassler, Skin, Wasser, Kraut, Filamente und so weiter. Den Flugrekorder aus dem Schiff im Dschungel abholen und abgeben. Frühzeitig Feltizid sammeln, ihr braucht 8-mal klares Feltizid. Das heißt, mittlerweile können wir Feltizid craften, also Feltizid sammeln, craften. Das ist auch sehr, sehr, sehr gut machbar. Und ganz zum Schluss in den Favelas, auf der zweiten Map of Crescent Falls, das alte Old Notebook und den Scientist finden in Favelas im Labor. Auch relativ simpel, man kann reinrennen und das einfach rausnehmen. Könnt ihr auch mit einem Messer machen, einfach rein, raus. Und dann habt ihr Lost Knowledge 5 und hier unten rechts seht ihr Unlocks Theris Island. Damit habt ihr Theris Island dann freigeschaltet. So habe ich es gemacht. Ich habe die Osiris-Reihe gemacht. Schauen wir uns jetzt aber mal die anderen beiden an. Einige bevorzugen Korolev, weil es relativ einfache Missionen sind. Allerdings müssen wir hier mehr Missionen machen. Wir gucken uns das Ganze an. Es geht los mit Time to Punch In. Teil 1 bis 5, also 5 Missionen hier. Ihr seht, da sind Missionen. Die erste Mission ist, finde einen Nickel, töte 3 Schreiter und so weiter. Und dann geht es schon los mit diesen Sammelmissionen. Viel Metall, Hydraulikkolben, 3 Kreaturen in der Wasserfabrik töten und Circuitboard sammeln und Feltizid. Also das sind die ersten 5. Dann springen wir über zu God Honest Work. Das schaltet man damit frei, das heißt, Water Tool brauchen wir nicht. In God Honest Work haben wir nochmal 9 Missionen, das heißt, wir sind bei 14. 14 Missionen und auch hier sammeln und töten. Auch hier wieder viel Feltizid, Titan sammeln, also viel meinen. Die 3 Kameras abholen, das ist nochmal eine Ausnahme. Ansonsten haben wir hier den Splitterschneider, der ist vielleicht etwas schwieriger zu sammeln und 5 CPUs. Also denkt dran, das ist hier eine Quest, wenn ihr da gar nicht rankommt, dann ist das vielleicht so ein Ausschlusskriterium. Und hier unten noch, ihr müsst einen Marauder töten und eine Platte finden. Wenn ihr Riesenprobleme habt mit Marauder, dann könnte es auch hier schwer werden. Ansonsten habt ihr ein relativ leichtes Spiel, hier diese Platte zu holen. Von Good Honest Work springen wir jetzt direkt hier hoch zur Powerful Discovery. Und zwar haben wir hier nochmal
7 Missionen. Wir sind jetzt also bei 21 Missionen insgesamt. Und auch hier seht ihr, da sind wieder relativ viele Missionen, wo man irgendwelche Fabriken besuchen muss, also kurz reingehen, Kreaturen töten muss und wieder Sachen sammeln muss. Also relativ simpel. Allerdings die härteren Sachen hier zum Beispiel, ein biologischer Scanner, muss abgegeben werden, die müsst ihr also erstmal finden. Und ansonsten ist das hier eigentlich relativ simpel. Vielleicht hier unten noch 10 Kreaturen auf der zweiten Map in den Laboren töten. Ja, müsst, wenn ihr euch das zutraut, dann ist es auch eine sehr gut machbare Mission. Von Powerful Discovery springen wir jetzt auch direkt weiter zu Research Costs. Und Research Costs 5 schaltet euch schließlich Taris Island frei. Das seht ihr hier unten, unlocks Taris Island. Das heißt, wir haben nochmal 21 plus 5, also 26 Missionen. Sind es jetzt? Wir gucken uns die Missionen an. Bis jetzt, wenn euch das alles zutraut, ist es wirklich nicht so schwer. Jetzt kommt hier auch nochmal ein Punkt, der hervorzuheben ist, und zwar direkt die erste Mission von Research, ist das Portable Lab, also dieses tragbare Labor hier. Das kann man mittlerweile, oder das konnte man glaube ich schon immer, craften. Das heißt, wenn ihr das nicht gefunden habt bis jetzt, dann könnt ihr das auch craften in der Station, ist also absolut machbar. Allerdings könnte das hier so ein Teil sein, was euch vielleicht ein bisschen aufhält. Ansonsten auch hier relativ gut machbare Sachen. Wieder 6-mal Feltizid, also viel Feltizid abbauen. Und ganz am Schluss diese Bio-Samples abholen. Die findet ihr im Labor auf der ersten Map. Die sind ganz oben im Wasserfalllabor. Die liegen da rum, spawnen auch relativ schnell nach. Also wenn ihr eins in die Hand nehmt, wartet ein paar Sekunden, dann liegt es wieder da. Dann könnt ihr das nächste nehmen. Also einfach da 5 abholen, das könnt ihr in einer Runde machen, abgeben. Und dann habt ihr endlich Taris Island mit Korole freigeschaltet. ICA ist auch relativ beliebt für die Questreihe, weil sie wirklich nicht so schwer ist und auch relativ wenige Missionen drin zu machen sind. Also wir gucken uns mal an. Die erste Missionsreihe ist Your Civic Duty und hier haben wir 5 Missionen. Es sind wieder Abgabequests, Metalle und Platten, aber auch Leiterplatten, die wird es ein bisschen technisch und Kreaturen töten. Also das geht relativ simpel los mit den ersten 5 Missionen. Dann springen wir zu Audiophile Beware. Also hier nochmal 3 Missionen, sind wir bei 8. Auch hier Sachen platzieren, in den toten Briefkästen, ein paar Dinge abholen. Also auch hier noch alles gut machbar. Kommen wir weiter zu Doing the Work. Hier haben wir insgesamt 8 Missionen. Das heißt, wir sind jetzt bei 16 Missionen. Und hier sind es auch relativ schnell zu machende Missionen. Also kurz das SOS-Signal abholen, hier hinlaufen, da hinlaufen. Hier eine CPU, auch relativ simpel, das ist nur 1. Und hier geht es schon los mit den ersten Datenlaufwerken, die man upgraden muss. Das ist vielleicht etwas, was noch etwas Zeit dauert, aber auch sehr gut machbar. Hier also 2x Stufe 3 Datenlaufwerke, hier nochmal 3 seltene Datenlaufwerke, also das ist Stufe 2. Und hier geht es los mit dem ersten Miniaturreaktor, den ihr abgeben müsst. Und dann seid ihr durch und habt sozusagen die letzte Missionsreihe für euch. Und das ist nicht Toxic Love. Toxic Love ist nämlich eine Nebenmission, sondern Project Fireball. Und hier müsst ihr bis zur Mission 7 kommen. Und hier unten rechts steht es, unlocks Taris Island. Dadurch, dass das 7 Missionen sind, sind wir jetzt insgesamt bei 23 Missionen für die ICA. Aber ihr seht schon, dass auch relativ leichte Sachen dabei sind. Die letzte Missionsreihe besteht jetzt aus Missionen wie Meteorfragmente abgeben, Kotec Multitool findet ihr auf der ersten Map auch im Dschungel, also ist recht gut machbar. Dann hier ein paar Bereiche betreten, wieder Meteoren abgeben, 10 Kreaturen töten. Das hier ist, würde ich sagen, meiner Meinung nach die schwerste Mission. 10 Kreaturen am Sternhafen, am Starport killen. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ihr das macht, findet ihr da entsprechend viel oder weniger Kreaturen. Also eventuell müsst ihr da relativ oft hinlaufen. Wenn ihr Glück habt, findet ihr aber auch relativ viele Kreaturen auf einmal. Also es ist so ein bisschen Glückssache. Es ist halt aber eine Fleißaufgabe, ist jetzt keine schwere Aufgabe, aber man muss halt immer wieder hingehen und da die Kreaturen töten und vor allem finden. Und zum Schluss nochmal 2 Miniaturreaktoren. Das heißt, ihr braucht insgesamt also 3 Reaktoren. Wenn ihr euch gut fühlt, diese Reaktoren zu holen, was nicht so schwer ist, ich mache es gerne beim Wasser, bei der Wasseraufbereitungsanlage, da hole ich persönlich am liebsten meine Reaktoren. Dann, und ihr habt schon frühzeitig 3 Stück, dann habt ihr das Ding durch. Und ihr seht damit, auch die ICA-Quests sind relativ simpel. Es ist ein bisschen mehr als bei Osiris, aber es scheint auch ein bisschen leichter zu sein als bei Osiris. Also hier nochmal die 24 Missionen für Taris Island. Wenn man sich jetzt anschaut, was so die Community macht, was sie bevorzugt, dann ist es so, dass Korolev auf Platz 3 ist. Korolev ist jetzt nicht besonders schwer, aber es sind relativ viele Missionen und man muss vielleicht ein bisschen länger dafür grinden. Bei vielen ging es ja auch um die Zeit, also so schnell wie möglich zu schaffen. Und deswegen war Korolev nur auf Platz 3. Auf Platz 2 ist die ICA, leider muss ich sagen, weil die ICA lässt sich auch sehr, sehr gut schaffen. Es geht sehr, sehr schnell. Und das Schöne ist,
dass man bei der SDE auch die Waffen freischaltet, die meistens so, also letzte Season zumindest auch, mehr die Meta-Waffen waren im Mid- und Late-Game. Das heißt, man schlägt da zwei Fliegen mit einer Klappe. ICA lässt sich gut leveln. Es sind ein paar Hindernisse, die ihr gesehen habt. Aber wenn ihr gut meistern könnt, dann ist ICA auch sehr gut und sehr schnell zu machen. Und auf Platz 1 liegt Osiris. Zumindest wird es am liebsten gemacht. Es ist wahrscheinlich so, dass es unter anderem daran liegt, dass man da die grünen Spritzen freischalten kann. Und viele wollen halt direkt von Anfang an auf Osiris die Manticore freischalten, die Phase Glancer freischalten und die grünen Spritzen freischalten. Und haben damit automatisch schon relativ viele Missionen bei Osiris. Und machen dann auch die restlichen, die sind nicht so schwer. Es gibt einige nervige Sachen, wie zum Beispiel diese drei Eier, die mich persönlich wirklich ein bisschen aufgehalten haben. Aber ansonsten ist Osiris auch sehr, sehr gut machbar und es hat halt die wenigsten Missionen insgesamt. Und deswegen ist Osiris auf Platz 1 im Approach für Tharys Island. Ihr findet alle Links für die Missionen unten in der Beschreibung, wie immer. Und in den Kommentaren kopiere ich es auch nochmal rein, falls jemand das komplett übersieht. Ansonsten, Leute, ich wünsche euch viel Spaß auf Tharys Island. Viel Spaß dahin und denkt dran, Missionen können sich ändern. Das hier ist der Stand Anfang Season 2. Wenn es ein Update gibt, haue ich natürlich auch wieder ein Update raus. Bis dahin sage ich, viel Spaß, schönen Urlaub auf Tharys Island. Bleibt gesund und sauber. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego und hasta la vista. Hier ist der große Reaktor. Das ist der Hauptreaktorraum. Sozusagen der Kern. Die Mutter oder der Vater.